So, da sind wir wieder zurück bei Turn the Boy Robs a Bank. Ja, ich bin immer noch ein bisschen irritiert über das Spiel. Aber hey, es scheint witzig zu sein. Oh, du bist kleine Rübe, richtig? Der Graffiti-Künstler hat viel Gutes über dich erzählt. Ich bin sein neuer Lehrling. Ich versuche alles zu lernen, weißt du? Die bildende Kunst hier wirkt sich allerdings ganz schön negativ auf meine Inspiration aus. Würdest du mir helfen, diese Werke an der Wand ein wenig zu verbessern? Gebe dir auch das Graffiti-Tool. Zeige alle Gemälde in diesem Foyer und wenn du zurückkommst, werde ich deine Arbeit bewerten. Ah ja. Hey! Ja du, hör mal! Ich brauche deine Hilfe. Ich muss diese Statue fertigstellen. Das ist ziemlich wichtig, dieser Typ. Denken ist sein Beruf. Das ist meine Chance, in die gleiche Kreise aufzusteigen, aber es gibt ein Problem. Ich brauche eine illegale Substanz, wenn ich das schaffen will. Du weißt schon, Holz. Das ist die einzige Substanz, die ich für die Herstellung dieser Plakette für diesen Knaben eigne. Was? Hilfst du mir? Bitte hilf mir. Es gibt da einen zwielichtigen Typen irgendwo tief in der Bank, der dieses Zeug hat. Beschaff mir die Ware und ich sorge dafür, dass sich der Aufwand für dich lohnt. Oh Gott. Ah, nice. Okay. So kann ich also markieren. Nice. Okay, brauche ich eine Keycard für. Oh Gott. So, der will Holz haben. Dann brauche ich eine Keycard. Und in der Hand kann man alles, zum Beispiel Graffitis auf historische Kunstwerke aus der alten Welt malen. Und ich finde das ziemlich cool. Sag Bescheid, wenn du alle Gemälde in diesem Foyer getaggt hast. Hab ich doch. Ja. Oder? Oh. Oh, nice. Großer Bossfrau, sei bereit. Was? Ich schlafe hier. Allerdings. Das Pommes? Muss ich dich um Ruhe bitten? Mach dich vor. Ach, scheiße, ich hab dich. So gewollt, einen pechen Rüben frittieren. Du hast einen Gott besiegt. Du schaffst diesen Trottel mit Leichtigkeit. Du bist eine Rübenarmee. Vor allem, weil ich mich nicht selbst darum kümmern will und mein Team gerade Teamsachen macht. Richtige Teamsachen. Natürlich. Man braucht eine Mannschaft, um ein Schiff zu steuern, Rübe. Du bist die Kanonen. Er sieht sogar schon ein wenig ausgefranst aus. Geh und erledige ihn. Der Sergeant. Ja. Oh, fuck. Die Zeit ist wenigstens angehalten, wenn ich sehe. Der alte Knobi hat uns angeheuert, um diese Bank und ihre Geheimnisse zu beschützen. Holt sie euch, Jungs. Ja. Au. Oh. Alter. What the hell? Aua! Also gut, Cowboy. Ich gebe dir eine letzte Chance, dich zu ergeben. Also lass deine Waffe fallen und nimm die Hände hoch. Warte, wir haben keine Hände. Egal, schnappt sie euch, Jungs. Jeha! Oh Gott. Oh, Herz. Aua! Also, mitten rein, ey. Oh, fuck.
Verdammt, Cowboy, du hast mich erwischt. Ich hab mein letztes Yeeha gerufen. Grüne Schlüsselkarte. Nice. Du hast meinen Sheriff besiegt. Vielleicht musste ich den Vertrag dieses Narren etwas überarbeiten. Klein rüber, wie ich sehe, hast du meinen größten Misserfolg entdeckt. Ich habe versucht, diese Schmarotzer aus meiner Bank zu vertreiben, aber sie bestehen darauf, dass sie in Sartopolis eine neue Gesellschaft aufgebaut haben. Ist das nicht lächerlich? Hä? Wir wollen einfach nicht nachgeben. Sie wollen einfach nicht nachgeben. Ich verstehe, warum Zwiebel sie mit Hilfe von Steuern so richtig zur Kasse bitten wollte. Ich habe den Boden gebaut, auf dem sie gehen. Du solltest lieber von hier verschwinden, wenn du weißt, was gut für dich ist. Lange wirst du nicht hier sein. Ich habe die Polente an meiner Seite. Nimm dich in Acht, Rübe. Was ist das? Sieht aus, als hätten sich die ehemaligen Bewohner des Gemüsegartens hier niedergelassen. Nach deinem kleinen Abstecher in die Regierung und dem Krieg wussten viele von ihnen nicht, wohin sie gehen sollten. Sie sind wohl alle hergekommen. Also gut, Neuling. Rede einfach mit ihnen und versuche, um mit Informationen zu kommen. Erkunde ein bisschen die Gegend. Führte alles, was sich dir in den Weg stellt. Das Übliche. Alter Schwede, ey. Ja, dann lass mich doch mal spielen. Oh, ich kann nicht mehr Geld mitnehmen. Aber ein Smartphone habe ich. Nice. Da. Eine bessere Waffe erstmal. Fürs Erste. Hallo, junge Rübe. Es wird Zeit für Leistungssteigerer. Komm mal her. Laterne, C4. Warte, was? Ach so. Ja, ich kann. Warum klicke ich da immer wieder drauf? Und zwar für die Finanzierungsstelle, aber diese Bank birgt viele Geheimnisse. Weil ich der clevere Kopf dieser Operation bin und zudem meine unschuldbare Neugier in mir habe, will ich versuchen, diese Geheimnisse zu lüften. Ich habe das Gefühl, dass das mehr als nur eine Bank ist. Ein Großteil dieser Struktur stammt noch aus der alten Welt. Nobi hat einfach drauf weitergebaut. Warum ist er hier? Was ist sein Plan? Du musst alles festhalten, was dir seltsam vorkommt. Mach einfach ein Foto mit deinem Handy an den Fotospots. Eine Album-App wird auf deinem Handy erscheinen, damit du dir deine Fotos ansehen kannst. Wir werden das Geheimnis der Bank im Handumdrehen lüften. Researched a weapon. Okay. Nice. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon hätte machen sollen. Okay, was hast du für mich? Junge Rübe, Roboroid, jetzt fertig. Und junge Rübe, groß und stark gucken. Erhöht den Nahkampfschaden. Erhöht die Chance, bessere Waffen zu finden. Distanz, die junge Rübe stolpern kann. Erhöht die maximale Gesundheit. Erhöht die Geldmenge. Ah, das finde ich eigentlich ganz gut. Merch, offiziell lizenzierte Ware. Drücke schneller ab. Kann eine Kugel initiiert werden. Kugeln verursachen mehr Schaden. Tütenmilch. Eine kanadische Delikatesse. Entschuldigt sich, wenn sie verschüttet wird. Störsender. Fügt dem Timer eine zusätzliche Minute zu.
Ich hol mir das. Ah, okay, ich kann mir mehrere Stufen. Was? 12.500? Aber ich glaube, das nächste wird dann das da sein. Mir eh nichts mehr leisten, ne? Ja, zusätzliche Leben. Irgendwelche bekannten Gesichter Rübenkopf. Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Die Sache ist viel größer, als ich erwartet hatte, Neuling. Wir müssen einen Gang höher schalten. Nein, du musst einen Gang höher schalten. Sieh dich weiter in Satropolis um und finde heraus, wo es weitergeht. Es muss einen Weg geben, der tiefer in die Bank führt. Hopp, hopp. Interessanterweise, dass er sich ständig ausrauben lässt, ne? Der Dude. Boah, die Uzi ist ja beschissen, ey. Keine Ahnung, warum ich diesen Fisch jetzt mitnehme, aber hey. Ja, mit dem ganzen Zeug. So. Ja. Haben wir hier Diablo oder was? Oh Gott. Ernsthaft? Geister? Aua! Was ist das? Oh, nee. Nein, ihr seid keine Camper. Das ist eine Makaroni. Oh Gott. Ich habe diese Leute, die sich für Camper halten, so satt. Nein, ihr seid einfach keine. Die meisten von euch sind nicht mal annähernd sowas wie Camper. Ich höre Leute sagen, ich habe weit über 100 Stunden mit Campen verbracht und es ist so toll. Das ist doch gar nicht die meiste von uns. Die mit Leichtigkeit 300 Stunden mehr campen. Die Leute, die nur einen Rucksack dabei haben, behaupten, sie seien Camper. Und wieder, wenn du so ein süßes Zelt hast wie ich, dann können wir Freunde sein. Und freundlich grüßen die echten Camper. Oh, was ist das denn ja? Wo geht's nochmal zurück? Da lang, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mach mich hier nochmal um. Ja, und deswegen. Oh Gott! Bin ich tot! Ah, da können wir ändern. Zack! Nice! Was ist das? Ah, diesmal nur 400 eingesammelt und das ist nicht viel. Naja, egal. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ein bisschen mehr als ich dachte. Ich glaube, ich mache das so. Hier. Oh. Ja gut. Dann bräuchte ich nur noch einen Fisch. Oh, ich habe da gesehen, dass das eigentlich mehr bringt.
Verstehe ich nicht. Egal. Ist das ein Fisch? Keine Ahnung. Was kann ich... Kann ich mich hier irgendwas... Laterne. Nee. Hier weiß ich, ob mir das was bringt. Stimmt, ich wollte mich hier eine weitere Minute erkaufen. Und wieder zurück. Oh, was haben wir denn da gehoben? Nice. Oh. Kurs. Hof Small. What the hell? Was geht ab, Flipflopper? Macht Lärm für DJ Funke. Danke, dass du hier Stimmung machst. Nimm meinen patentierten Seelensammler, yo. Damit kannst du der ungemütlichen Polente mal so richtig einheizen und ihre Seelen bei mir gegen ein paar krasse Beats tauschen. Ich gebe dir diesen Sense nur einmal als Sonderaktion von DJ Funke. Danach kannst du dir ein paar seelensammelnde Waffen an der Musikbox holen. Du willst noch mehr Spaß? Wie wäre es, wenn du ein paar Seelen in die Wunderbox legst? Vielleicht hast du Glück und bekommst ein paar irre Waffen. Die labern mir zu viel. Nein, ich... Oh. Okay. What the hell? Alter. Habe ich da gerade echt so einen Block für 500 bekommen? Geiler Scheiß. Okay, dann... Okay, aber das sind so verrückte Seelen, die du... Alle Belohnung von dieser Seelen bekommst du mal nur nicht. Death Rave 3000, bring mir mehr Seelen. Ernte 10 Seelen und tausche sie bald gegen eine neueste Single. Oh, toll, ey. Da ist auch wieder der Stift. Hör zu, Partner, dem Vertrag nach bin ich fertig. Er schreibt vor, dass ich mindestens einmal gegen dich kämpfen muss. Nur einmal. Andernfalls gönne ich mir ein Nickerchen. Wenn du mich nochmal provozierst, Rübe, werde ich meine Krallen zeigen. Ich habe dich gewarnt, Rübe. Hey, bleib mal locker. Was zum Pilz? Was tust du da, Kind? Wage es ja nicht, mich nochmal zu schütteln. Sonst was. Also, du kannst mir jetzt vertrauen. Okay. Das sind alles Flüchtlinge, ne? Soweit ich das verstanden habe.
Okay, nice. Aua. So. Vielleicht schaffe ich das noch. Vielleicht schaffe ich das noch. Irgendwie ist das witzig. Ich weiß nicht. Behalte das, glaube ich. Okay. Ui. Da habe ich ja ein bisschen gesammelt. Nice Scheiß. Wow. Kann ich noch mehr? Nee, 22.000 brauche ich dafür. Willst mich verarschen? Komm, weißt du was? Fuck it. Neuer Hut verfügbar. Ach komm. Man weiß nie, wofür man C4 gebrauchen könnte. Wo kann ich, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, wo ich mich umziehen kann, weil das schon steht? Ah, Laserpointer, Spitzhacke. Warte. Ah, okay. Cowboy Campus, zentraler Innenhof. Verstehe, okay. Aufgaben. Und der Satopoulos, bitte lächeln, zeige Annie 11 Fotos. Besorge die Scheidungspapiere vom alten Mann Limette. Besorge Holz für die Bildhauer-Pitaya. Ernte 10 Seelen. Ach verdammt, ich hatte ja 10 Seelen, egal. Markiere alle Bilder im Fashion-Foyer mit einem roten Wachsmalstift. Das hätte ich getan. Musik. Outfits. Süß. Postfach. Auf dich, Hilferuf. Du hast einen neuen Hut. Du hast einen neuen Hut. Du hast einen, was? Der Alola Kokowai oder wie? What the fuck? Du hast keine Post. Schade. Hier Fotos. Sieht. Fahrkarte kaufen. Warum? Was soll das Geld habe ich? Finde eine Station. Okay. Station verlassen. Ja. Ich wollte doch bei den Zwillingen vorbeischauen. Egal. Natürlich hier da anfangen. Aua. Was hab ich denn da bekommen? Schwert sich. Kurs. Spur? Das ist der alte Mann, der Limettenmann, ne? Stimmt. Meine Frau hat dich geschickt, nicht wahr? Ich weiß, dass 90% aller Essensfolgen in einer Scheidung enden. Aber wir könnten zu den 10% gehören. Ja. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich brauche nämlich deine Hilfe.
Nämlich so, ich fühle mich ziemlich dumm. Ich hätte Erdbeere schon viel früher ansprechen sollen. An was passiert ist, ich glaube, wir sollten schnell etwas Ernstes draus machen. Ich habe in einigen Texten aus der alten Welt gelesen, dass man sich dort gegenseitig Ringe schenkte, um zu zeigen, wie sehr man sich liebte. Materialismus vom Feinsten. Kannst du mir helfen, einen Ring zu finden, mit dem ich Erdbeere einen Antrag machen kann? Wir sind schon so oft umgezogen. Ich will ihr zeigen, dass ich es ernst meine. Sollte einen großen Edelstein haben. Aber pass auf, der könnte einen Fluch haben. Riesig. Je größer, desto mehr liebe ich sie. So läuft das, kleine Rübe. Okay, okay, schön. Hier sind sie. Sag ihr, dass sie ganz schön gemein ist und ich hoffe, dass sie glücklich ist. Boah, Scheidungspapiere. Verdammt, sie sind laminiert. Ich kann sie nicht zerreißen. In der alten Frau Limette. Okay. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil mein guter alter Freund, der hier im roten Zelt gewohnt hat, weggezogen ist. Er war einer meiner besten Freunde. Hoffentlich kann ich ihn auf Flipflop finden. Ich glaube, diese Kultisten senken den Wert der Grundstücke hier. Keine Ahnung, ob hier so schnell wieder jemand hinzieht. Warte mal, wie viel habe ich gerade bekommen dafür? 1000? Okay, bei dem habe ich gerade nicht geguckt. Alter! Das ist ja scheiße. Donut, ey. Lol. Boah, schon wieder 1000. Ernsthaft? Angelika. Du. Ich kann dich gerade nicht mal angucken. Du kannst es wagen, mich zu... Nach dem, was du getan hast. Du hast meine Großmutter Crank getötet? Was? Kleine Rübe. Wenn du echte Worte sagst, schickst du Leute auf die andere Seite. Deine Stimme reißt ihnen die Seele aus dem Leib und schickt sie in die Tiefen des Jenseits. Als du meiner Großmutter gesagt hast, sie solle mit ihrem Unfug aufhören, ist genau das mit ihr passiert, gleich nachdem du mit ihr gesprochen hast. Was? Innerhalb von 24 Stunden ist ihre Seele explodiert. Ich musste mit ansehen, wie sie langsam dahin schwand. Sie ist wegen dir auf der anderen Seite. Sieh mal, ich weiß, du kannst nichts dafür, dass du ein schauerlicher Schrecken bist, aber wenn du das wieder gut machen willst, musst du mir einen Gefallen tun. Ich habe hier ihren Lieblingsmanga. Er ist berühmt und heißt, ich wurde als Alienwurm aus dem Weltall in eine Fantasiewelt wiedergeboren. Er hat einfach alles. Drama, Weltraum, Romantik, Würmer. Du musst auf die andere Seite gehen und ihn ihr bringen. Nur so kann ich sicher sein, dass ihre Seele Frieden findet. Congratulations. Oh, ich sehe gerade. Irgendwie fesselt das Spiel ja schon ein, ne? Ja, ich würde sagen, bis morgen, Leute, und dann drehen wir noch die letzten knapp zwei Minuten noch, und ja, bis morgen.